Ja, vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Nächste Rednerin für die Fraktion der Linken ist deren Vorsitzende, Frau Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, wir reden heute über die Vereinbarung zum Hochschulpakt zwischen dem Bund und Ländern und gleichzeitig auch über den Hessischen Hochschulpakt, der ja gerade noch verhandelt wird. Anfang Mai hat sich die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, also die Wissenschaftsministerinnen und Minister der Länder und die Bundesbildungsministerin, auf die Fortsetzung des Hochschulpakts auf Bund-Länder-Ebene verständigt. Diese Bund-Länder-Vereinigung wurde ja 2007 erstmals geschlossen, um die Länder angesichts der stark steigenden Studierendenzahlen zu unterstützen. Ich will erst einmal vorweg sagen, dass es natürlich richtig ist und notwendig ist, dass der Hochschulpakt weitergeführt wird, dass er verstetigt wird. Ich glaube, dass der Hochschulpakt seit 2007 ein paar Konstruktionsfehler hatte, nämlich er ging von falschen Annahmen aus. Einmal ging der Hochschulpakt davon aus, dass die Studierendenzahlen nur kurzfristig steigen würden, auch infolge der doppelten Abiturjahrgänge, und dass man quasi nur einen kurzfristigen Studierendenberg untertunneln müsste. Heute wissen wir, dass die Studierendenzahlen dauerhaft höher sein wird, als das prognostiziert wurde, weil die Studierneigung steigt. Und das ist ja auch richtig so, meine Damen und Herren, dass heute mehr Menschen die Möglichkeit haben, an einer Hochschule zu studieren. Und es geht ja gerade darum, auch Bildungsbenachteiligungen abzubauen. Und das andere Problem war, dass man zwar von einem Anstieg der Studierendenzahlen ausging, aber dieser in der Realität noch deutlich stärker ausgefallen ist, als der Hochschulpakt ab 2007 prognostiziert hatte. Das heißt also, der Hochschulpakt war von Anfang an zu kurzfristig angelegt, und er war unterfinanziert. Meine Damen und Herren, die Zahl der Studierenden in Deutschland ist seit Beginn des Hochschulpakts, seit Hochschulpakt 2020, um fast 50% gestiegen. Und an vielen hessischen Hochschulen, das ist schon angesprochen worden, ist der Anstieg der Studierendenzahlen noch deutlicher ausgefallen. Also, wir haben Hochschulen in Hessen im Bereich der Fachhochschulen, die jetzt Hochschulen für angewandte Wissenschaften heißen, wo die Studierendenzahlen um teilweise 85% gestiegen sind in den letzten 10 Jahren. Und angesichts dieses Anstiegs sind die Mittel aus dem Hochschulpakt völlig unzureichend. Sie reichen eben nicht ansatzweise aus, um diese stark gestiegenen Studierendenzahlen und das eigentlich notwendige Anwachsen des Personals zu finanzieren. Und da das Personal eben nicht angewachsen ist, hat es zur Folge, dass die Betreuungsrelation an den hessischen Hochschulen und nicht nur an den hessischen Hochschulen, sondern insgesamt sich dramatisch verschlechtert hat. Und da ist schon darauf hingewiesen worden, und das ist natürlich richtig, dass wir in Hessen ein besonders schlechtes Betreuungsverhältnis haben, Platz 15 von 16 im Durchschnitt von über 1 zu 70, das heißt, auf eine Professorenstelle kommen über 70 Studierende. An der Uni Frankfurt beispielsweise ist das Betreuungsverhältnis zwischen Professorenstellen und Studierenden von 2012, da war es noch bei 1 zu 83, auch schon ganz schön schlecht, aber 2017 war es schon 1 zu 95. Ja, das heißt also, wir haben hier wirklich ein dramatisch schlechtes Betreuungsverhältnis, und das sich immer weiter verschlechtert. Und immer mehr Daueraufgaben werden wahrgenommen vom Mittelbau, das heißt von Menschen, die in befristeten Verträgen sind. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie die Hochschulfinanzierung gestaltet ist. Weil kurzfristige Mittel führen natürlich immer zu kurzfristigen Verträgen. Da kann man den Hochschulen auch gar keinen Vorwurf machen oder einfach nur den schwarzen Peter an die Hochschulen weiterschieben, sondern man muss sie natürlich dauerhaft ausfinanzieren, weil sonst die Hochschulen ja gar keine Möglichkeit haben, eben auch unbefristete Beschäftigung zu schaffen. Und deshalb unterstützen wir die GEW natürlich bei den Forderungen, dass im Hochschulpakt Bedingungen geschaffen werden muss für eine Entfristung, dass Daueraufgaben auch durch Dauerstellen wahrgenommen werden muss und dass Schluss sein muss mit dieser immer weiteren Befristungspraxis mit prekärer Arbeit an den Hochschulen. Wenn wir uns jetzt den Bund-Länder-Pakt anschauen, dann sieht man ja, dass er eigentlich aus drei Teilen besteht, nämlich den Zukunftsvertrag Studium und Lehre, dann der Innovation aus dem Bereich Innovation der Hochschullehre und der Pakt Forschung und Innovation. Und dieser dritte Pakt, der ist
deutlich stärker ausgestaltet finanziell. Der liegt jetzt schon bei 10 Milliarden € jährlich. Das ist mehr als das Fünffache des Hochschulpaktes. Deswegen kritisieren wir auch die Verteilung der Mittel durch den Hochschulpakt, weil das Verhältnis zwischen Grundfinanzierung und Drittmittelfinanzierung sich weiter zu Ungunsten des Grundbudgets verschieben wird durch die Vereinbarung. Das Budget der DFG, die ja der größte Drittmittelgeber für die Hochschulen ist, wächst schneller als das Budget der Hochschulhaushalte. Und wir haben auch eine weitere Umverteilung zugunsten der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, was wir ja auch im Bereich von LOEWE auf Landesebene immer stark kritisiert haben. Und da fände ich der Meinung, wenn man die außeruniversitären Forschungseinrichtungen schon überhaupt in diesem Umfang fördert, dann würde ich doch mal sehr darum bitten, auch Sie, Frau Wissenschaftsministerin, mal darauf zu achten, dass außeruniversitäre Forschungseinrichtungen Tarifverträge anwenden und einhalten. Da haben wir nämlich ein großes Problem bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Nun, was den Bereich des Hessischen Hochschulpaktes, der ja noch gar nicht verhandelt ist, was den angeht, da ist im Koalitionsvertrag Hessen die Rede von einer Steigerung von 4%. Darüber freuen sich ja die Koalitionspartner sehr, über diese 4%. Ich will nur darauf hinweisen, angesichts der sowieso dramatischen Unterfinanzierung, wie wir. Ja, das ist, ich bin nicht sicher, Herr Frömmrich, wie oft Sie mit den Hochschulen diskutieren, aber die Hochschulen freuen sich. Die letzten ja, richtig, das ist schön, dass wir über das Treffen am letzten Donnerstag sprechen, weil am letzten Donnerstag, Sie waren ja beide dabei, haben ja die Hochschulen alle gesagt, 4% Steigerung wird aufgefressen durch die Tarifsteigerungen und die anderen Kostensteigerungen. Also, das ist natürlich die Aussage gewesen, dass die Kosten so stark steigern. Ja, was ist denn mit den Tarifsteigerungen? Natürlich sind doch 4% Anstieg des Hochschulbudgets. 4% Anstieg. Also, hören Sie mal, ich meine, wir haben letzte Woche von den Hochschulpräsidenten gehört, dass teilweise die Studierendenzahlen um bis zu 85% angestiegen sind. Angesichts dessen ist eine Steigerung von 4% doch wirklich, also wirklich ziemlich lächerlich, Herr May. Und das wissen Sie auch, dass das einfach überhaupt nicht ausreicht. Ich meine, wir müssen jetzt nicht noch die Landesregierung dafür loben, dass sie im Bereich der Hochschulen nicht noch kürzt, aber dass das Wachsen des Hochschulbudgets überhaupt nicht ansatzweise dazu führt, dass die Aufgaben bewerkstelligt werden können. Das ist doch offensichtlich. Und Sie können sich das ja anschauen. Die Mittel pro Studierender sind ja gesunken in den letzten Jahren. Also, Herr Frömmrich, wenn Sie es so ansprechen, bei der Betreuungsrelation ist Thüringen nun mal besser als Hessen. Also, Hessen ist da auf dem vorletzten Platz. Deswegen würde ich mich in der Hochschulpolitik da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Herr Frömmrich. Weil wir sind da wirklich nicht gut in Hessen. So, und dann könnten wir noch an der Stelle, der ist ja auch im Haushalt, im Antrag angesprochen, die Frage von LOEWE, das Exzellenzprogramm des Landes, wo wir auch eine völlig ungerechte Verteilung haben. Alle sagen immer, wie wichtig die Fachhochschulen sind, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und dann macht man ein Exzellenzprogramm des Landes, wo der Löwenanteil von LOEWE nämlich an die TU Darmstadt und an die Uni Frankfurt geht und die Hochschulen für angewandte Wissenschaften fast gar nichts davon abbekommen. Und das ist natürlich ein Problem, dass wir eine Hochschulpolitik haben, die dazu führt, dass einige Hochschulen gestärkt werden und andere aus der Finanzierung, aus gewissen Programmen der Finanzierung praktisch rausfallen. Und deswegen nötig wäre, dass wir natürlich den Bund-Länder-Hochschulpakt dauerhaft einrichten als verlässlichen Teil der Grundfinanzierung. Und dabei muss es eben darum gehen, nicht die Mangelverwaltung zu verstetigen, sondern die Hochschulen finanziell angemessen auszustatten und zu dynamisieren. Es geht hier um die Bildung junger Menschen. Es geht um die Chancen von jungen Menschen und um die Lernbedingungen von jungen Menschen. Und sie brauchen gute Bedingungen. Und es geht auch um die Beschäftigung an den Hochschulen. Und die müssen Dauerstellen garantiert werden. Wir wollen die soziale Benachteiligung im Bildungssystem bekämpfen. Ich war eben interessiert, habe ich gehört, dass die AfD ja offensichtlich fordert, dass das Promotionsrecht für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften wieder abgeschafft wird. Das finde ich interessant. Hat Ihr hochschulpolitischer Sprecher letzte Woche beim Treffen mit den HAWs so deutlich nicht gesagt. Das fordern Sie offensichtlich. Kann man ja auch noch einmal so festhalten. Deswegen, wir wollen die Bildungsbenachteiligungen abbauen, und deswegen sind wir auch sehr dafür, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften ein Promotionsrecht bekommen und dass sie auch in der Lage sind, ihren wissenschaftlichen Nachwuchs selbst auszubilden. Am 6. Juni, meine Damen und Herren, sollen die Regierungschefs von Bund und Ländern jetzt die Beschlüsse bestätigen.
Ich will nur deutlich machen, auch als ein Punkt der Kritik, dass die Parlamente von Bund und Ländern faktisch überhaupt nicht einbezogen sind, dass die Informationslage absolut unzureichend ist. Also, wir diskutieren hier faktisch über einen Pakt, der uns in den Details überhaupt nicht bekannt ist, weil nicht vollständig darüber informiert wurde. Wir reden über den Hessischen Hochschulpakt, der noch nicht einmal verhandelt ist. Und das ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Deshalb, wir brauchen gute Studienbedingungen. Wir müssen die Hochschulen ausgemessen finanzieren. Wir brauchen Hochschulpakte, die eben nicht die Mangelverwaltung verstetigt, sondern dafür sorgt, dass es gute Studien und gute Arbeitsbedingungen an den Hochschulen gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Nächster Redner ist Herr Hofmeister für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ein wichtiger Antrieb für Innovation sowie wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt ist ohne jeden Zweifel eine gut aufgestellte Hochschullandschaft, denn diese bildet eine unverzichtbare Grundlage für Wissenschaft und Forschung. Und wir sind uns sicherlich alle bewusst, dass die Herausforderungen in diesem Zukunftsfeld für uns als politisch Verantwortliche des Landes Hessen in einer sich immer schneller verändernden Welt nicht kleiner werden. Meine Damen und Herren, Hessen ist in vielfacher Hinsicht als starkes Land in der Mitte Europas attraktiv. Und dazu tragen nicht zuletzt unsere Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen in besonderer Weise bei. Wer gerade der Debatte gefolgt ist, hat ja bei verschiedenen Fraktionen so ein Bild wahrnehmen können. Da sind Zerrbilder erzeugt worden. Hessen ist attraktiv und auch im Hochschulbereich. Und es muss auch gleichzeitig wiederum, auch das ist in Teilen der Beiträge gekommen, es muss auch nicht jeder junge Mensch ein Studium anstreben. Auch das gehört zur Debatte natürlich dazu. Duale Ausbildung bietet genauso attraktive Zukunftsperspektiven, und dafür treten wir auch ein. Aber heute wollen wir über die hessischen Hochschulen, über die Struktur unserer Hochschullandschaft, aufgehängt am Hochschulpakt 2020, sprechen. Und da kann man doch einmal eines feststellen. Unsere mittlerweile 14 staatlichen Hochschulen bieten durch ihre jeweiligen Profilbildung Studieninteressierten eine breite und gleichzeitig exzellente Auswahl, um akademische Ausbildungswege zu beschreiten. Und diese Profilbildungen, die in den letzten Jahren geschehen sind, die sind nicht von Seiten der Landesregierung, Herr Büger, nach Gutsherrenart angeordnet worden, sondern einem konstruktiven und stetigen Dialog. Und so ist dann Hochschulpolitik an der Stelle mit einer hohen Autonomie auch hier in Hessen ausgestattet, und das ist der richtige Weg. Von daher weise ich auch diese Kritik klar zurück. Und, meine Damen und Herren, die Attraktivität Hessens lässt sich nicht zuletzt auch an den Steigerungen der Studierendenzahlen seit Mitte der 2000er Jahre ablesen. Im Vergleich der Länder haben unsere hessischen Hochschulen hiermit den stärksten Zuwachs vorzuweisen und sind auch im Ländervergleich den stärksten Zuwachs vorzuweisen und sind auch in europäischen und internationalen Austauschprogrammen nachgefragte Partner. Auch das sollte man an der Stelle einmal feststellen dürfen. Und ein so erlebter Aufwuchs der Studierendenzahlen bei dem gleichzeitigen Anspruch, natürlich eine möglichst hohe Qualität von Lehre und Forschung sicherzustellen, ist und bleibt eine enorme Herausforderung. Eine Herausforderung für die Lehrenden, welche sich einer zunehmend heterogenen Studierendenschaft stellen. Eine Herausforderung für die Hochschulleitungen, die im Rahmen der Autonomie ihre jeweilige Hochschule weiterentwickeln und zukunftsfest aufstellen wollen. Und nicht zuletzt eine Herausforderung für die öffentlichen Haushalte. Ich habe das gerade in den vorherigen Beiträgen immer gehört. Ja, da muss noch mehr, da muss mehr, da muss mehr. Also, bei Wünsch dir was sind wir hier nicht, sondern wir müssen es klar abbilden, haushalterisch. Und wir haben hier als Koalition einen klaren Schritt angezeigt, den wir jetzt gehen werden, und dort dann die Situation in den Hochschulen nachhaltig auch verbessern. Und ich darf mal daran erinnern, dass wir auch in den letzten Jahren die Hochschulfinanzierung bereits deutlich gestärkt haben und uns gleichzeitig aus der Detailsteuerung zurückgenommen haben, um die Hochschulautonomie entsprechend zu verstärken. Und ich glaube, die Festlegung, die wir im Koalitionsvertrag haben, die werden dafür sorgen, dass wir über diese Wahlperiode hinweg dann klare Verbesserungen auch bekommen bei Mittelausstattung und bei der personellen Situation. Und ja, meine Damen und Herren, es gab in den letzten Jahren so gut wie kein Gespräch mit Vertretern der hessischen Hochschulen, mit den Hochschulpräsidien, in denen nicht die Frage aufgeworfen wurde, wie es denn nun mit dem Hochschulpakt 2020 zwischen Bund und Ländern weitergeht. Und die Verunsicherung war mehr als einmal zu spüren, und das durchaus nachvollziehbar. Es braucht Planungssicherheit und die Qualität in der Lehre sowie die Arbeits- und Studienbedingungen nachhaltig zu stärken.
Und unter diesem Vorzeichen, und deshalb, meine Damen und Herren, das ist doch einmal ein Punkt, worüber man sich wirklich freuen kann, war die Nachricht vom 3. Mai dieses Jahres zur Einigung von Bund und Ländern über die Fortschreibung der zentralen Programme im Hochschulbereich von so enormer Bedeutung. Da kann man sich als Hessischer Landtag auch einfach einmal freuen, dass dieser gemeinsame Erfolg uns voranbringt. Und der Kollege der AfD hatte vorhin die gemeinsame Wissenschaftskonferenz als nicht passendes Gremium oder Ähnliches bezeichnet. Nein, in einem föderalen Verbund mit dem Bund dazu ist es genau das Richtige, dass sich Länderminister und Bundesministerin an der Stelle zusammensetzen und versuchen, eine bestmögliche Einigung zu erreichen. Also auch da ist die Struktur richtig. Und wir können uns jetzt deshalb auch freuen, weil diese Einigung dafür sorgt, dass wir mit einer positiven Grundstimmung in die Verhandlungen zum Hessischen Hochschulpakt 2021 bis 2025 starten können. Das kann man in den Gesprächen mit den Hochschulpräsidenten seit Anfang Mai auch sehr deutlich wahrnehmen. Meine Damen und Herren, ich will für die CDU-Landtagsfraktion eines deutlich feststellen. Der Hochschulpakt 2020 ist eine Erfolgsgeschichte, und zwar ausdrücklich auch eine hessische. Bereits in seiner ersten Phase von 2007 bis 2010 haben die hessischen Hochschulen die Vorgaben mit mehr als 9.300 zusätzlichen Studienplätzen deutlich übertroffen. Und in der zweiten Phase bis 2015 wurde durch das Engagement der staatlichen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften weitere 42.800 Studienplätze geschaffen. Dazu haben sie neue Studienangebote entwickelt, Infrastruktur errichtet und Personal rekrutiert. Zusätzlich wurden aus dem Baumaßnahmenprogramm HSP 2020 Invest unterschiedliche Bauprojekte, die Anmietung von Räumlichkeiten sowie die Weiternutzung von Gebäuden unterstützt, um die zusätzlichen Bedarfe an Lehrräumen und Hörsälen abzubilden. Die Verantwortlichen der Hochschulen unseres Landes haben sich mit großem Engagement der Herausforderung gestellt, die Ziele des Hochschulpaktes 2020 zu erreichen. Dafür gilt es, denke ich, schon im Namen des gesamten Hauses auch herzlich Danke zu sagen. Die Einigung von Bund und Ländern über die Fortführung des Hochschulpaktes sowie der weiteren Bund-Länder-Programme Pakt für Forschung und Innovation sowie Qualitätspakt Lehre ist damit auch ein klares Signal an den gesamten Hochschulstandort Hessen. Bund und Länder bekennen sich zu den über Jahre erbrachten Leistungen. Sie erkennen die entstandenen zusätzlichen Bedarfe an und sorgen nun für unsere Universitäten, unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften und für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hochschulbereich für die dringend notwendige Planungssicherheit, gerade auch was den jeweiligen individuellen Karriereweg betrifft. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ausdrücklich bedanken möchte ich mich im Namen meiner Fraktion bei unserem ehemaligen Wissenschaftsminister Boris Rhein und seiner Nachfolgerin im Amt Angela Dorn bedanken dafür, dass Einsatz, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit gemeinsam mit den Verantwortlichen in den Ländern für eine Verstetigung und Verbesserung des Hochschulpaktes gesorgt haben. Ich will eine Bemerkung noch machen. Der Vertreter der AfD hat vorhin den Bundesrechnungshofbericht erwähnt. Also zunächst einmal gilt es, glaube ich, in Ruhe, diesen Bericht zu analysieren. Der ist erst vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Das, was man so nach der ersten Durchsicht feststellen kann, ist eines, dass Hessen nämlich dort keine Auffälligkeiten zeigt bzw. in Teilen auch positiv gewürdigt wird für das, wie der Hochschulpakt bei uns umgesetzt wurde. Also man kann da natürlich anfangen, in Details zu arbeiten, aber das müssen wir nicht hier im Plenum machen. Das kann man an anderer Stelle dann bitte schön sachlich diskutieren und nicht hier als Einzelkritikpunkt anbringen. Meine Damen und Herren, wir haben mit dem Hochschulpakt 2020 bzw. mit jetzt der erfolgten Fortschreibung eine gute Absicherung für die zukünftige Hochschulfinanzierung gemeinsam mit dem Hessischen Hochschulpakt 2021 bis 2025, der jetzt in den Verhandlungen steht. Und das vereinbarte bzw. vorab schon klar vereinbarte Ziel, Kofinanzierung um 4% sicherzustellen, ist auch wiederum ein klares Zeichen, was von den Hochschulpräsidien deutlich begrüßt wird. Mit der Fortführung des Qualitätspaktes Lehre und der erzielten Verständigung über den Pakt für Forschung und Innovation haben wir weitere Bausteine auf Bundesebene gemeinsam mit den Ländern festgelegt, sodass wir auch Planungssicherheit für gerade auch die großen Forschungsorganisationen bekommen. Und ja, gerade in Zeiten mit großen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen müssen wir auf Forschung und Innovation setzen, um Hessen innovationsfähig zu erhalten und zukunftsfest zu machen. Jetzt sind die Ministerpräsidenten Anfang Juni gefordert, den Weg für die Fortschreibung der Erfolgsgeschichte Hochschulpakt 2020 freizugeben. Und da setzen wir natürlich auf die starke Stimme unseres Ministerpräsidenten Volker Bouffier und sind uns sicher, dass hier der Weg dann weitergeht.
Wir werden auf Landesebene als Koalition von CDU und GRÜNEN natürlich mit unserem Koalitionsvertrag die hessische Hochschul- und Wissenschaftslandschaft weiter stärken. Ich will noch einmal einige Stichworte nennen. Es geht um den Hessischen Hochschulpakt, in dem wir die Grundfinanzierung sehr nachhaltig stärken werden. Wir werden die Betreuungsrelation durch 300 weitere W-Stellen verbessern. Ich erwähne aber auch die Fortführung des Bauprogramms Heureka oder nicht zu vergessen die weitere Forschungsförderung, unter anderem durch das erfolgreiche Löwe-Programm. Und das uns, darf man auch anmerken, Forscher an hessischen Hochschulen werden dafür von Kollegen aus anderen Bundesländern beneidet. Das sollte man an der Stelle auch einmal sehen. Das ist ein erfolgreiches Programm, das wirklich bundesweite Anerkennung findet. Und genauso werden wir uns der Stärkung unserer Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu einem Aufbau eines wissenschaftlichen Mittelbaus widmen. Also, wir haben die Themen alle im Blick, werden sie sachlich Stück für Stück abarbeiten, aber eben auch klar mit der Verantwortung für den Landeshaushalt insgesamt. Meine Damen und Herren, ich habe eingeleitet, dass die Innovationsleistungen unserer Hochschulen für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt Hessens von herausragender Bedeutung sind. Und da bleibt für uns die Förderung des hessischen Wissenschafts- und Forschungsstandorts klar im Fokus. Der Erfolg in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz und die vorgesehenen Maßnahmen auf Landesebene sind ein klarer Beleg dafür. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hofmeister. War fast eine Punktlandung. Und nun Frau Staatsministerin Dorn. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ob im Kampf gegen den Klimawandel, ob für den digitalen Fortschritt, für den sozialen Zusammenhalt oder den medizinischen Fortschritt, Wissenschaft ist die Grundlage für konkrete Anwendungen, für Lösungen. Deswegen setzen wir auf die gute Ausbildung. Deswegen setzen wir auf die besten Chancen für die klugen Köpfe von morgen. Und genau deswegen freue ich mich so sehr über den Verhandlungserfolg, den wir erzielen konnten bei dem Bund-Länder-Programm im Wissenschaftsbereich. Ich kann nur sagen, unser Einsatz hat sich gelohnt. Und Herr Büger, Sie haben ja von den großen Hausaufgaben des Landes gesprochen. Ich würde sagen, das war die erste große Hausaufgabe. Und ich sage Ihnen ganz offen, Sie haben das so ein bisschen darauf bezogen, das ist ja sozusagen, was auf Bundesebene läuft. Ohne den Verhandlungseinsatz der Länder, ohne deren finanzielle Bereitschaft, wären wir heute nicht so weit gekommen, wie wir gekommen sind. Und gerade für Hessen sind diese Pakte von ganz besonderer Bedeutung. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch allen Beteiligten danken. Meinen Kolleginnen und Kollegen Wissenschaftsministern und Wissenschaftsministerinnen in allen Bundesländern. Wir haben da sehr kooperativ zusammengearbeitet. Den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Hauses, Herrn Köfer, Herrn Stratmann, die wirklich monatelange Vorarbeit hier daran gearbeitet haben. Ich danke auch Minister Schäfer und den Kolleginnen und Kollegen Finanzministern für die kooperative Zusammenarbeit. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, also den Nachfolgepakt für den Hochschulpakt 2020. Wir haben die Vereinbarung Innovation in der Hochschullehre. Und da bekommen nun endlich die Hochschulen die Planungssicherheit, die sie brauchen. Die Planungssicherheit, um die Qualität in der Lehre zu verbessern. Die Planungssicherheit, die Arbeits- und Studienbedingungen zu verbessern. Die Planungssicherheit, um die Studienplatzkapazitäten bedarfsgerecht zu erhalten. Und insofern war an diesem Tag unserer Einigung das Aufatmen auch in der hessischen Hochschullandschaft sehr groß. Und darüber hinaus haben wir den Pakt für Forschung und Innovation. Der ist für Hessen von großer Bedeutung. Wir haben hier eine Laufzeit von 2021 bis 2030. 10 Jahre also Planungssicherheit. Das ist auch für die Beschäftigten, Frau Kollegin Wissler, von Bedeutung. Das ist eine hervorragende Grundlage für die Forschung und insbesondere auch für die außeruniversitäre Forschung, aber eben nicht nur, sondern auch für die universitäre Forschung. Und genau diese Verlässlichkeit brauchen wir für die Forschung, weil wir stehen vor enormen Zukunftsherausforderungen. Und deswegen ist die Planungssicherheit am Ende eine wesentliche Grundlage dafür, dass frei geforscht werden kann. Und genau hier treten wir nach vorne, Herr Kollege Büger. Das haben ja schon eine Menge meiner Vorrednerinnen und Vorredner schon angesprochen. In den letzten Jahren mussten die Hochschulen einen starken Anstieg zusätzlicher Studierender bewältigen. Wir haben die doppelten Abiturjahrgänge. Wir haben mehr Studienberechtigte, Gott sei Dank, weil wir stehen im Gegensatz zur AfD für die Öffnung der Hochschulen. Wir haben im Moment volle Hörsäle. Wir haben einen höheren Betreuungsaufwand. Und dazu kommt,
Und das ist auch die Schwierigkeit bezüglich der Betreuungsrelation, die viele zu Recht als unzureichend kritisieren. Wir haben in Hessen überdurchschnittlich viele Studierende aufgenommen. Da muss ich mich erst einmal bedanken bei all den Hochschulen. Das war eine Wahnsinnsaufgabe, und wir haben sie hervorragend gemeistert. Aber natürlich braucht es jetzt auch die Rahmenbedingungen. Ich kann es Ihnen einmal anschaulich machen. Im Jahr 2018 haben wir fast 45.000 Studienanfängerinnen und Anfänger mehr. Dann haben wir, das sind praktisch knapp 15.000, rund 50% mehr als noch im Jahr 2005. Und im letzten Wintersemester hatten wir damit mehr als 262 Studierende an den hessischen Hochschulen eingeschrieben. Niemals zuvor waren so viele Studierende an den hessischen Hochschulen. Das freut uns, weil wir wollen ja eine Öffnung der Hochschulen, aber es ist gleichzeitig eine Riesenherausforderung. Und das wurde auch schon gesagt, insbesondere die Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben hier einen großen Aufwuchs sozusagen gemeistert, haben neue und innovative Studiengänge geschaffen, und die wollen wir natürlich jetzt auch halten. Und, Herr Kollege Grobe, wir sind sehr stolz darauf, dass wir so forschungsstarke Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben, dass wir bundesweit Vorreiter sind und ein eigenständiges Promotionsrecht für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben. Das ist die ideale Ergänzung beider Hochschultypen. Und in dieser Situation hatten wir das Problem, dass nicht klar war, was mit dem Bundesanteil des Hochschulpakts 2020 passieren würde. Da gab es in der letzten Legislaturperiode ja auch schon viele Anträge dazu. Die Hochschulen hatten in vielen Fällen Schwierigkeiten, für Daueraufgaben auch Dauerstellen zu schaffen. Sie hatten Schwierigkeiten, langfristige Personalplanungen zu machen. Und das ist kein befriedigender Zustand. Nicht für die Hochschulen, nicht für die vielen betroffenen Beschäftigten. Und dazu kommt, dass die Studierendenzahlen, das wissen wir auch alle hier im Saal, sich auf einem hohen Niveau bleiben werden. Und das haben die Hochschulen selbst einmal sehr drastisch ausgedrückt. Ich zitiere einmal die Hochschulrektorenkonferenz. Die haben natürlich gesagt, die bisherigen Hochschulpakte waren wichtig, um die nötigen zusätzlichen Studienplätze zu schaffen, sie zu erhalten. Aber, ich zitiere, es war über insgesamt 13 Jahre hinweg eine ständige Fahrt auf Sicht, ein immer neues Bangen um die stets befristeten Mittel. Meine Damen und Herren, wir haben dieses Bangen, wir haben diese Fahrt auf Sicht nun beendet. Und das ist die gute Nachricht. Und Herr Büger, ich glaube, Sie haben noch ein Missverständnis, denn anders als beim bisherigen Hochschulpakt erfolgt jetzt in dieser Nachfolgevereinbarung die Mittelbereitstellung grundsätzlich durch den Bund zeitlich unbegrenzt. Und das ist wirklich einer der wichtigen Verhandlungserfolge, die wir erreichen konnten. Dazu die Aufstockung. Wir haben, der Bund stockt seinen Anteil am Hochschulpakt ab 2021 auf 1,88 Milliarden € jährlich auf. Ab 2024 dann auf 2,05 Milliarden €. Das bedeutet für Hessen, das sind erste Modellrechnungen, aber grob, in den Jahren 2021 bis 2023 bekommen wir Bundesmittel in Höhe von rund 150 Millionen € pro Jahr, in den Jahren 2025 bis 2027 dann 170 Millionen € pro Jahr. Wir hätten uns im Sinne der Planungssicherheit eine Dynamisierung gewünscht, einen jährlichen Aufwuchs. Aber jetzt haben wir eine stufenweise Erhöhung. Das ist ein sehr, sehr guter Kompromiss. Und wir haben im Koalitionsvertrag auch zugesagt, dass wir die kofinanzierten Landesmittel entsprechend dynamisieren wollen. Insofern ist es eine doppelt gute Nachricht für die hessischen Hochschulen. Und ich kann auch noch einmal betonen, auch in der letzten Legislaturperiode hat uns Verlässlichkeit ausgezeichnet. Und da wurde der Bundesrechnungshofbericht ja gerade erwähnt. Hessen hat das Geld aus dem Hochschulpakt immer in voller Höhe an die Hochschulen weitergegeben. Das war für uns selbstverständlich, das ist für uns selbstverständlich, und wir wurden auch explizit gelobt vom Bundesrechnungshof. Hessen ist nämlich eines von den vier Ländern mit der bis zum Jahr 2013 höchsten Entwicklung der Studienanfängerzahlen. Und trotzdem, meine Damen und Herren, trotz dieses Aufwuchses liegen wir bei den Pro-Kopf-Ausgaben weiterhin über dem Bundesdurchschnitt. Wir tun nämlich eine Menge für unsere hessischen Hochschulen. Und Herr Grobe, Sie haben auf die Stellen angesprochen, wir haben durchaus Stellen geschaffen. Ja, am Anfang des Paktes wurden unbesetzte Stellenhülsen für Professoren auch sozusagen gestrichen. Aber im Laufe der Legislaturperiode haben wir unglaublich viele Stellenhülsen geschaffen. Das war eigentlich sozusagen ein geflügeltes Wort von Daniel May in allen Haushaltsverhandlungen. Wir brauchen noch mehr Stellenhülsen. Insofern waren wir da sehr engagiert und haben uns eingesetzt. Und Angestelltenstellen waren ohnehin möglich zu schaffen. Insofern auch diese Kritik läuft weitestgehend ins Leere, Herr Dr. Grobe.
Wir wollen auch in Zukunft ein so verlässlicher Partner sein für die Hochschulen. Es braucht einen finanziellen Aufwuchs, so viel ist klar. Die Tarifsteigerungen dürfen nicht zur schleichenden Mittelverringerung führen, auch nicht zum Abbau von Studienkapazitäten. Da sind wir uns einig. Und deswegen stehen wir auch nicht nur zur Dynamisierung bei den Bundesmitteln, sondern, und hier kommt die Betonung, was auch die Koalitionspartner gerade zum Ausdruck gebracht haben, wir haben uns schon geeinigt, dass wir beim Hessischen Hochschulpakt den Hochschulen ab dem Jahr 2021 eine 4-prozentige Steigerung zuteilwerden lassen. Und diese Dynamisierung, Frau Kollegin Wissler, die ist bundesweit einmalig. Zeigen Sie mir einen Koalitionsvertrag, wo das entsprechend niedergelegt ist. Ich werde von meinen Kolleginnen und Kollegen Wissenschaftsministern beneidet für diesen Koalitionsvertrag. Und Herr Kollege Büger, Sie hatten ja gesagt, dass wir Sie zum Bittsteller, die Hochschulpräsidien machen. Ich habe alles andere als das erlebt. Gerade dadurch, dass wir im Koalitionsvertrag diese Sicherheit gegeben haben, sind die Hochschulpaktverhandlungen im Moment wirklich, wir hatten einen sehr guten Auftakt. Die Hochschulpräsidien, es wurden ja auch Pressemitteilungen gemacht, haben diese 4% Aufwuchs sehr gelobt. Das bildet eine Grundlage für unsere Verhandlungen. Und glauben Sie mir, da wird keiner als Bittsteller auftreten, sondern das sind, wie wir es uns vorstellen können, konstruktive, aber sehr deutliche Verhandlungen. Ich freue mich auf diese Verhandlungen. Wir haben eine gute Grundlage gelegt, und ich bin sehr gespannt auf unser Ergebnis. Und wir haben noch mehr gemacht. Wir haben jetzt mit dem Nachtragshaushalt entfristen wir 129 der bisher befristeten Planstellen für Professoren. Das passiert jetzt. Frau Kollegin Sommer, Sie hatten mich nach den 300 Stellen gefragt. Die planen wir, die sind im Koalitionsvertrag vereinbart. Das ist sozusagen Sache für künftige Haushalte. Und klar ist, all das stärkt die Betreuungssituation, die Verbesserung von Qualität von Studium und Lehre, weil natürlich macht uns die Betreuungssituation im Moment noch nicht zufrieden. Lassen Sie mich noch zu den anderen. Denken Sie bitte an die Redezeit, sie ist abgelaufen. Daran denke ich und beeile mich. Lassen Sie mich noch zwei Sätze sagen zum Pakt Innovation der Hochschullehre, der Nachfolgepakt Qualitätspakt Lehre. Den konnten wir erhalten dadurch, dass die Länder mitfinanzieren. Da bin ich sehr froh, denn für eine ordentliche Wissenschaftspolitik braucht es exzellente Forschung, aber eben auch eine exzellente Lehre. Und deswegen ist dieses Programm von Bedeutung. Und last, aber wirklich not least, ist der Pakt für Forschung und Innovation zu nennen, der nicht nur für die Hochschulen, sondern auch für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen eine hervorragende Grundlage bietet. Ich habe es schon gesagt, 10 Jahre Planungssicherheit und dann einen 3-prozentigen Aufwuchs jährlich. Das ist sehr, sehr wesentlich, um die universitäre Forschung nachhaltig zu stärken, die Strategiefähigkeit und unsere außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und ich nenne jetzt mal das Beispiel LOEWE, weil wir da wirklich stolz sind, dass wir es geschafft haben, dass LOEWE jetzt zu einem Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen wird. Das, und zwar SAFE, unser LOEWE-Zentrum Sustainable Architecture for Finance in Europe. Das haben wir erreicht. Und genau die profitieren jetzt von dieser Steigerung, dass wir diese neuen Institutionen entsprechend aufnehmen können und stärken können. Wir brauchen diese Planungssicherheit für die Forschung. Wir haben komplexe Zukunftsherausforderungen. Und insofern bedanke ich mich, dass die Koalitionsfraktionen dieses Thema so prominent gesetzt haben. Nicht immer bekommt Wissenschaftspolitik, ich glaube, da sind wir uns einig als Wissenschaftspolitiker, die Bedeutung, die sie eigentlich zuteilwerden sollte. Und insofern umso schöner, dass wir heute einmal da ausführlich darüber sprechen konnten. Ich bin mir sicher, diese Themen werden uns noch nachhaltig begleiten. Ich danke Ihnen herzlich. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Dorn. Gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt noch Wortmeldungen? Wir haben hier ein bisschen einen Überhang. Das ist nicht der Fall. Dann schlage ich vor, dass wir den Antrag in den WKA überweisen. Gibt es dort entsprechende Widersprüche? Das ist auch nicht der Fall. Dann ist damit der Antrag überwiesen.